Was geht ab bei euch? Level Up Germany hier am Start für euch mit meinem neuen Kopffilm. Als ja, ihr seht es richtig, Pappe. Ganz genau Pappe. Wie ich drauf kam, ja, Vorsicht, Glas steht drauf. Einfach wie immer ganz spontan, weil ein bisschen verrückt muss man halt ein bisschen sein in der Welt. So, jetzt aber geht's weiter mit unserer Kampagne. Wir sind in der Villa. Essen bestimmt eine Pizza Margarita und schauen mal, was so abgeht jetzt. Seid also sehr gespannt. Oh, mit einem kleinen Messerchen. Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können. Upsala, einmal verdrückt. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Hier mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Jo, wir chillen hier eine Runde. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Bin ich mal gespannt, was da so Sache war. Auf jeden Fall richtig nice wieder hier. Jo. Direkt die allerersten Aufträge hier bei dem Funkgerät. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Ja, schnell, kurz und schmerzlos. Genau, warum ich jetzt das hier anhab, ich hoffe, wenn die Gegner, bevor die auf mich schießen, erstmal dadurch verwirrt werden, durch hier, ne, vor sich Glas und so, und sich dann denken, WTF hat wirklich Pappe als Helm, und in der Zeit sehe ich vielleicht den Feind und kann ihm zuvorkommen und ihm so richtig den Gnadenschuss erteilen. So, Freunde, ab zum Quatsche. Die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Nun ja, die besser gestanden.
So, Freunde, was mir aufgefallen ist bei diesen Typen hier, im Video nicht, aber hier an der Seite, wenn ihr so seitlich guckt, jetzt hier auf seinen Schädel, schaut mal, der sieht so ein bisschen aus wie von WWE, der Vince McMahon, oder? Findet ihr nicht, wie auch immer. So, wir gehen weiter zu dem Klon hier, mit Bauchschmerzen. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen, allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen, noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Es werde Licht. So, Freunde, danke für den Auftrag. Töten den Scharfschützen. Oh, das ist ein richtig schöner Auftrag. Sehr, sehr schön. Ein bisschen Käse hier naschen. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Aha. Mal hingehen, ihm einen Klatsch. Anklatschen. So, dann gehen wir mal hier raus. Ab zu der Mission. Oh, schön nice. Oh, die Grafik, die gefällt mir, ne? Das ist mega. Wie man sieht, wir auf uns alleine gestellt. Mocht aber nix. Boah, geil. Schön in der Stadt. Oh, Junge. So, boah, was für eine Map. Krass, Alter. Fettlager zu stellen, Reise, bla bla. Und das hier, Scharfschütze töten. So, von dann würde ich sagen, laufen wir so herum und machen das zuerst. Krasse Scheiße. Ach so. Ja. Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden, wo lang. Ne? Das ist so geil. Ich würde auf jeden Fall hier kurze Prozesse machen. Die können ruhig kommen, ich hab keinen Bock hier. Leise hin und her zu pendeln. Kann ich hier hoch? Ah, natürlich nicht, dachte ich könnte hier hoch. Die Affen so ruhig kommen. Boah, zwei auf einmal, habt ihr gesehen? Die sollen ruhig alle wissen, wir sind da, wir machen heute so richtig auf Rambo. Mongo. Adios, amigos. So, ich habe auch richtig Bock, irgendwelche Affen so richtig in die Eier zu schießen. Boah, das wird weit.
da sehe ich noch keinen. Dort. Junge, wie geil. Boah, wie schnell war das denn? Wie gesagt, wir machen hier so richtig auf Killer. Boah, der ist schön explodiert. Heute machen wir so richtig schön auf Rambo. Ich hab ja... den Spezialhelm. Bounce, Junge! Wir zerlegen einfach hier alles. Hier kommt doch, mir ist scheißegal, Alter. Alter, sind das viele, ne? Habt ihr gesehen? Tschüss, Junge, tschüss. Schön alle hier verrecken lassen. Alter, ich brauche hier sogar... ach, gar nichts hier mit dabei, krass. Wir durchsuchen die mal. Boah, ich habe so Bock auf Krieg, so richtig einfach nur noch wie Rambo. Wie Rambo, einfach drauf. Ich weiß nicht, wie du. Ich weiß wirklich nicht wieso, aber ich habe auf der Brücke hier bestimmt eine Falle. Und zwar die. So, ich laufe hier weiter entlang. Kann ruhig hier sprinten. Auch wenn wir nur noch 17 Schuss haben, es spielt keine Rolle. Dann haben wir noch die hier. Hier gibt's nichts mehr zu finden. So, war das nicht ein Sniper-Schuss gerade? Ein Scharfschütze. Hab eine Kugel mit deinem Namen. So, boah, das ist der weit. Krass, wir haben doch getroffen einmal. So, einen haben wir erledigt. Ja, nicht schlecht, der kleine Specht. Zwar gut, dass wir den untersuchen. Wir haben direkt mal 5 plus nochmal 7 Munition für unsere Sniper gefunden. Geile Sache, Alter. Alter, wie überleben die das? Geil. Der bekommt die ganzen Splitter. Wie sie was machen. Junge, Junge, Junge. Schlägt mich sogar hier hin und wird ballern. Einfach nur noch ballern. Geil, der läuft, der läuft. Denk an nichts anderes. Hier, sowas hier brauchst du auch, Junge. Vorsicht, Glas. Ganz wichtig. Lecker mio. Och. Oh, ich dachte, der läuft nach rechts. Versuch mal jetzt weiterzulaufen. Junge, Junge, Junge.
ob ich den nicht sehe. Da guckt er auch noch so doof. Boah. Alter, der macht sogar einen Flickflack nach vorne. Krasse Scheiße. So, der F rausholen. Boah, ist das schön nah damit, ne? So, ist sie im Moment. Ach! Boah, ich hab voll die Adleraugen. Habt ihr gesehen, den Klon? So, hier oben kein Sniper. Gehen wir mal hier lang. Jo, dann würde ich sagen. Da. Ach, da ist. Boah, schön von der Seite in die Fresse, Mann. Das hat er gehört und hat natürlich Schiss bekommen. So, Freunde, wir können weiter. Habe ich schon untersucht? Ja, habe ich. Weiter geht die Reise. Aha. Ja, mit der Sniper so nah. Boah, hält er sich am Ohr erstmal fest. Alter, das. Dass die das überleben manchmal, ne? Lalala, ich will mal das ausprobieren und zwar. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ich schmeiß mal runter. Ich will mal sehen, ob der baden gehen kann. Und? Yo! Adios, amigos! So, achso, Karte kurz gucken. Jo, okay, wir sind gleich da. Läuft bei uns, läuft. Immer abchecken und hier irgendwo Sniper sind. Alter, ich wollte schon sagen. Oh? Da rennt einer. Es hat sich ausgerannt. Okay, so finde ich keinen. Ja, mein Freund, tut mir leid. Was guckt ihr denn so um die Ecke? Das ist doof, Junge. Warum steht der denn da noch? Schau, dafür hat er kein Knie mehr. Ist da noch einer oder was? Wie schön die Gegner hier. Ich dachte schon, da wird noch mal so ein Pfosten. Ich habe gerade hier ein Ausrufzeichen gesehen, ihr auch. Dann lassen wir den mal. Lalalalalalalala, jetzt gehen wir hier hoch. Oh, geht das überhaupt? Ne, geht nicht. Gehen wir halt wieder runter. Den schmeißen wir hier runter, damit wir wissen, wir sind da und. Okay, geht nicht. Und jetzt? Ne, leider nicht. Okay, schade. Alter, jetzt kommt viele, jetzt kommt viele. Jetzt kann ich ruhig die Knarre nehmen. Der erste Idiot, zweite Idiot, noch lang kurz. Danke, dass du gewartet hast. Und tschüss.
So, Freunde. Alter, ist abgeschissen. Da macht der Mund so, oder ich mach dich hier. Komm mal, wir pre-beuteln dich mal. Oh, ihr habt mich getroffen. Nö. Frisst das, du Mongo. Haha. Boah, direkt mal Double Kill. So, hoch jetzt hier. Zack. Diese Geschützstelle muss da weg. Ich wollte schon sagen, boah, Junge, ein Schädel, ey. Der ist richtig geflogen. Habt ihr gesehen, Freunde? So, jetzt gehen wir ein bisschen hier aus der Bahn. Schön explodiert. Ach, wie ich das liebe. Ah, da kann man nur in den Reifen schießen, oder was? So, von wo sind denn hier welche? Huhu, Kameraden. Wo seid ihr denn? So, hier immer reingehen wegen Mond. Was ist denn der Penner? Boah, ich hab nichts mehr gesehen, aber wir haben den irgendwie. Ja, mega gekillt. Kurz heilen. Ja, immer mit der Ruder unten. Die alle kommt noch dran. Sag ich doch. Ah, da ist er ja. Ich glaube, der wollte ihn eigentlich retten. Der hier. Jetzt liegt er selber da. Verrückter Mungo. Da rennt noch einer. So, 17 Schuss noch. Ich sag das, untersuchende Leute. Wohl alles Verwendbare eingesagt. Ach, hier habe ich gar nicht gesehen. Übertönen. Vielleicht wird drauf jemand reinfallen. So, ist hier Munition oder sowas? Natürlich nicht. Hat der was? Komm. Alter, kommt immer mehr. Das ist so geil, ne? Huh? Gar nichts hast du erwischt. Komm, Steinchen. Nein, ich wollte Steinchen eigentlich. Wo ist er hin? Komm. So, von kurz auf Map gucken. Reiseroute finden. Machen wir doch. Mit links. Ach, sehr schön. Immer Munition. Von Weitem sieht selbst
sind die Waffen jetzt nicht so. Oh, eine gute Sniper-Stellung hier. Natürlich legen wir auch hier eine kleine Falle. Und gehen hoch. Zock, 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 zock. Sauber, jetzt haben wir schön Moon. Und von da ganz oben, Freunde. Oh, ich dachte, es gibt noch hier auch. Leider nicht, oder was? Das war's? Hm, schade. Aber von hier können wir, haben eine sehr gute Übersicht. Na, oh, das ist der F. Da rennen die doch schon. Okay, ich sehe jetzt hier gar keine Sniper. Und ja, das war's. Ich dachte, wir könnten aber hier genau. Naja, macht ja nichts. So, wenn die mich nicht sehen können, dann kann ich hier. So, der erste ist platt. Bei dem machen wir erstmal so. Also wir gehen jetzt rein. Ich hoffe, der kommt auch hier rein. Was macht er denn? Geh runter! Ja, komm rein! Verwirrten der. Geräusch gehört. Ich hoffe, der kommt rein. Weil er rennt schön in unsere Falle. Das ist so genial. Boah, die sind aber auch blöde, ne? Was ist denn jetzt, Junge? Oder kommt nicht rein, hat. Ist das sein Ernst? Der hat einfach Schiss. Da hat Schiss, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh Mann, okay, die entschärfen wir mal. Boah, dafür zerlege ich den von Volltreffer. Ich hab gesagt von hinten. Boah, Junge! Dafür, dass du nicht gekommen bist. Oh, Schlauch. So, Freunde, ab zur nächsten Map. So. Da waren, da ist ja, ja, haben wir ja noch nicht mehr erledigt. Deswegen, die ist hier in. Fuck. In 50 Meter entfernt. Geräusch gehört hat da jemand. So! Boah, das schön wie explodiert, ne? Okay, nur in den Reifen geschossen. Ich frag mich immer wieder. Wie zum Geier können die das überleben? Bounce.
Junge, guckt ihr euch mal den Helm an, wie der fliegt. Geil, Alter. Bam, bam. Der ist umsonst gesputtet. Brauche mehr Kugeln. So, jetzt brauchen wir wirklich mehr Kugeln. Das Maul, Junge. Fetter Trick. Ich würde das suchen. Das ist alles. Müssen wir trotzdem gleich wieder ein kleines Stück zurückgehen. Und zwar hier rein. Guck, guck. Ah, das ist die Karte. Weiter hier hoch. Schönes alte Bett hier umziehen. Jetzt schauen wir uns mal genauer an hier. Ja, Fettlager zerstören würde ich sagen als nächstes. Oh, nein, wieder hoch. Das kratzt mich ab. Geil, sowas ist immer geil. Noch Munition. Das Boot ist eine Bedrohung. Geile Sache, das war's mit der Bedrohung. Klatsch, Junge! Woo! So, Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in den nächsten Part. Vielen Dank. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.